Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute dreht es sich um die Babynamen, die es nicht geworden sind, und zwar die Mädchennamen, weil wir einen kleinen Jungen erwarten. Passend dazu habe ich mich heute angezogen und ich möchte euch jetzt unsere Top 10 Favoriten der Mädchennamen verraten. Viel Spaß! Nummer 10 ist Tiana. Tiana ist ein wunderschöner Name und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube über eine App. Als wir noch nicht wussten, was es wird. Und ja, Tiana ist Platz 10. Auf Platz Nummer 9 ist Juna oder Juna. Den Namen finde ich auch super schön. Ihr werdet auch merken in dem Video, dass die Namen sich alle sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Und da merkt man auch, in welche Richtung es gegangen wäre, hätten wir ein Mädchen bekommen. Nicht wundern, ich schaue auf mein Handy. ja, Platz 8 ist dann Hayley gewesen, fand ich auch sehr schön, ist inspiriert aus The Vampire Diaries. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, ist ein sehr schöner Name und ja. Platz Nummer 7 ist Ella, ist auch ein wunderschöner kurzer Name. Ich glaube, wenn wir Ella genommen hätten, hätten wir dann als Zweitnamen noch irgendwas Längeres drangehangen, aber generell sind alle unsere Namen recht kurz und ja, finden wir eigentlich sehr, sehr schön. Platz Nummer 6 war Lia. Das ist genau wie Ella. Wäre auch der Erstname geworden und als Zweitname hätten wir uns dann was Längeres ausgesucht. Und Platz Nummer 5 ist Mila bzw. Mira. Finden wir auch sehr, sehr schön. Wie schon gesagt, es ähnelt sich alles. Platz Nummer 4 war Samira. Den Namen hat mir eine Freundin gegeben und den fand ich auch wunderschön. Ja. Platz Nummer 3 wäre Katharina gewesen. Auch inspiriert aus The Vampire Diaries, aber den Namen finde ich schon seit Jahren wunderschön. Ich weiß nicht, Katharina hat irgendwas an sich, was ich total schön finde. Ist ein recht alter Name, glaube ich, aber total schön. Platz Nummer 2 wäre Amira gewesen, also so ähnlich wie Samira, was wir schon hatten. Und Amira ist wirklich ein sehr schöner Name. Und Platz Nummer 1 war tatsächlich Mia. Und hätten wir ein Mädchen bekommen, hätte unser Mädchen wahrscheinlich den Namen Mia Amira bekommen. Genau. Also Mia war unser Favorite und Amira war ja unser zweiter Favorite. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hätten wir ja bei einem kurzen Namen eh noch einen zweiten Namen gewählt. Und das wäre dann Mia Amira geworden. Und ich finde die, den Doppelname wunderschön. Und ich war tatsächlich ein wenig traurig, als ich erfahren habe, dass wir kein Mädchen bekommen, weil ich einfach schon so viele wunderschöne Mädchennamen hatte und für Jungsnamen einfach nichts. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Jungsnamen werden uns auch noch einfallen, da bin ich mir sicher. Und es dauert einfach ein bisschen länger. Zusätzlich fanden wir die Kombinationen Lia Katharina auch sehr, sehr schön und Mia Katharina. Das war ganz lange Zeit mein Favorite, Mia Katharina. Habe ich schon früher gesagt, mein Kind soll unbedingt Mia Katharina heißen. Aber daraus wurde dann halt Mia Amira und ich finde es tatsächlich noch viel, viel schöner als Mia Katharina. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen inspirieren, falls ihr noch einen Mädchennamen sucht. Und ansonsten könnt ihr gerne mal eure Favorite-Mädchennamen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne Jungsnamen in die Kommentare schreiben. Als Anregung für mich, vielleicht ist ja was dabei, was es auf unsere Babynamenliste schafft. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!